Einen fröhlichen Nikolaus wünsche ich euch allen da draußen. Heute ist mal wieder so ein Tag, wo du denkst, kannst auch im Bett bleiben. Sehr dunkel, 15 Uhr, kein Wind, wie man an der Kerze sieht. Und ich musste heute Morgen an einen Post, den Christian Lohmeier mal ins Netz gestellt hat, mal ganz scharf drüber nachdenken, damit es auch wirklich jetzt jeder versteht. Christian sagt also hier 20 Jahre EEG, 20 Jahre Realitätsverweigerung. Und Realitätsverweigerung ist übrigens das Stichwort, weil wir sehen ja hier, das ist unser Energiebedarf, den wir unbedingt brauchen. Und jetzt sehen wir hier, das sind die Erneuerbaren. Hier Solar, logischerweise relativ wenig. Das ist also die Dunkelflaute, von der wir sprechen. Und auch diese Windarmut ist nun mal, weil man sieht es wunderbar an der Kerze, es ist kein Wind da und schon seit Tagen. Und deswegen haben wir kaum Lasten durch Erneuerbare, was die, ja, die Leistung von den Erneuerbaren halt angeht. Und deswegen sagt er auch, die drei Kernkraftwerke liefern heute Morgen fast so viel Strom wie 29.000 Windkraftanlagen und alle PV-Anlagen zusammen. Da hat er vollkommen recht. Und das ist, wie mein guter Freund Gunnar Beustedt auch festgestellt hat, seit dem 29.11. sogar so, dass wir maximal 10-20% des Stromverbrauchs über Erneuerbare decken. Und er hatte hier eine andere Grafik, die aber genau das Gleiche darstellt. Über mehrere Tage seht ihr hier, wie die Erneuerbaren, das ist das Solar logischerweise, und das ist immer Wind, immer weniger wird. Ja, hier schon fast gen Null fährt. Und das ist einfach das Problem und der Realitätsverlust von vielen, dass wir glauben, dass wir mit noch mehr Energie aus Erneuerbaren irgendwann diese Lücke überbrücken werden. Das werden wir nun mal an diesen Tagen nicht. Und da können wir so viel machen, wie wir wollen. Es ist nichts dagegen, weiter Erneuerbare zu bauen. Das ist alles gut an Standorten, wo es Sinn macht. Aber nicht auf Gedeih und Verderb uns da reintreiben, weil wir müssen diese Lücke überbrücken. Und am besten wäre es da mit, ja, ich sag mal, nicht so starken fossilen Anlagen wie nun mal Kohle. Und das ist ja das Stichwort Kohle, was wir momentan in die Luft jagen. Ist ja nicht mehr feierlich, hatte ich im Video schon mal gesagt. Wir sind bei 800 Gramm für eine, ja, Kilowattstunde CO2, und werden die Franzosen es mit 80 machen oder andere mit noch weniger, ist abenteuerlich. Und dann fand ich ganz interessant, was ich heute nochmal gesehen habe, das ist der Gaszufluss hier nach Deutschland nach Herkunft des Landes. Das Rote hier ist Russland gewesen, 21, und das Gelbe hier ist Herkunft der Niederlande, und das Blaue ist Norwegen. Das ist in 21 natürlich sehr verstärkt gewesen bei Russland. Jetzt haben wir ja gesehen, dass bei Russland rapide abgebrochen ist und wir jetzt an diese Spitze, die müsste ja eigentlich irgendwo hier oben sein, ja, gar nicht mehr rankommen. Das liegt daran, weil das fehlt. Und jetzt sehen wir auch, wir hören ja seit Tagen nichts mehr über die Gasspeicher, und die Gasspeicher werden nun mal rapide weniger. Ich habe heute irgendwas zu 96% gesehen, 96% nur noch, und wir haben erst den 6. Dezember. Also es wird dramatisch werden können. Wollen wir hoffen, dass im Winter nicht so kalt wird. Aber wir werden dann massive Probleme bekommen, und darüber muss gesprochen werden. Und ich finde es abenteuerlich, dass unsere Politik, dass sie uns einredet, ja, wir holen ja jetzt LNG-Gas und damit ist alles erledigt. Wir holen, das gehört zur Wahrheit dazu, wir holen LNG-Gas aus China. Wo kommt das eigentlich her? Aus Russland. Ach ja, wir holen also doch russisches Gas. Die Herkunft ist nun mal Russland, und lassen es nochmal durch den Chinesen verteuern. So, vorhin habe ich mal nicht schlecht gestaunt. Meine gute Freundin Ricarda war wieder im Fernsehen. Denn am Mittwoch kommt die Weltgemeinschaft in Kanada zur 15. Weltnaturkonferenz zusammen. Mhm. Das Hauptziel dort ist der Erhalt der biologischen Vielfalt und Biodiversität. Ja. Und auf Einladung der Vereinten Nationen wird es vor allem darum gehen, wie wir unsere Flüsse und Meere besser schützen können. Super. Und wie wir giftige Pestizide auf unseren Boden reduzieren können. Unser konkretes Ziel bei dieser Konferenz ist eine verbindliche Vereinbarung zum weltweiten Schutz der Natur und zur Renaturierung zerstörter Ökosysteme. Das ist gut. Dazu sollen 30% der Land- und der Meeresfläche des Planeten unter Schutz gestellt werden. Das ist ein ambitioniertes Ziel, aber es ist ein Ziel, das der Größe der Herausforderungen gerecht wird. Mhm. Umweltministerin Steffi Lemke wird vor Ort sein und hat unter anderem schon eine Verdopplung auf 2 Milliarden Euro für den internationalen Waldschutz bis 2025 zugesagt. Kommen die Zuschauer so jetzt, wo es um Geld geht, schnell ausblenden. Also 2 Milliarden Euro. Die Frage ist ja, wo ist denn die Biodiversität so schlecht, dass die in manchen Regionen dieser Welt einfach katastrophal ist? Streiten wir ja gar nicht ab. Aber ist es richtig, dass Frau Lemke mit 2 Milliarden Euro wieder im Gepäck nach Kanada fliegt und dieses einfach mal so verteilt? Oder macht es vielleicht Sinn, Kooperationen mit Ländern einzugehen, wo dringend Bedarf ist, statt es mal wieder mit der Gießkanne auszuschütten, wie der Politiker so schön sagt. Aber es wird noch besser. Wir führen das Land jetzt sicher durch den Winter, sicher durch diese Krise.
vor allem indem wir durch massive Entlastungspakete und jetzt durch die Strom- und Gaspreisbremse, an der diese Woche weiter gearbeitet wird, auch im Parlament, kommt im Sommer, die Bürgerinnen ganz klar, den Bürgerinnen Sicherheit geben und sagen, wir lassen euch mit den gestiegenen Energiepreisen nicht allein. Nein. Ein Teil der Rechnung wird von Seiten des Staates. Ein Teil der Rechnung. Und so kommen gerade die Menschen, die wenig Geld haben, gerade die Menschen, die vielleicht bisher schon immer den Euro zweimal umdrehen mussten, gut durch den Winter. Die kommen gut durch den Winter. Hat uns diese Krise so hart getroffen, weil schon davor 40% der Menschen in diesem Land kein eigenes Erspartes hatten, nichts, worauf sie zurückfallen können. Aber jetzt.